Die Regionalliga Nordost startet unter Corona-Bedingungen wieder in den Ligabetrieb und der FC Energie Cottbus hat als erstes den Überraschungsaufsteiger der letzten Saison vor der Brust, Lichtenberg 47. Sebastian Abt betonte es auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch einmal, es gibt kaum noch klare Underdogs und der FCE gehört dieser Liga an, so dass jeder Gegner ernst genommen und nur mit entsprechender Leistung besiegt werden kann. Die Gäste sind trotz zweiter Saison in der Regionalliga das erste Mal im Stadion der Freundschaft. Die Vorsaison wurde vor dem Rückspiel in Cottbus abgebrochen. Die Torhüterfrage klärte sich beim Aufwärmen. Tim Stawecki erhält den Vorzug vor Toni Stahl. Das ist eine kleine Überraschung, zumindest für viele Fans, die Stahl auf der 1 gesehen haben, nachdem er sich in der vergangenen Saison immer mehr gegen Lennart Moser durchsetzte. Vor Stawecki spielen Florian Brückmann, Patrick Storb, Neukapitän Jan Koch und Axel Borgmann in der Verteidigung. Max Kremer, Niklas Erbeck, Dominik Pelivan, Rico Galadro und Yannick Mehler bilden das neue Mittelfeld. Vorne steht weiter Energies Top-Torjäger der letzten Spielzeit, Felix Brückmann. Erste Minute, Energie spielt gleich forsch nach vorn, über rechts kommt die Flanke gut ins Zentrum, Yannick Mehler segelt heran, aber Niklas Wollert im Lichtenberger Tor klärt spektakulär. Die junge Cottbuser Mannschaft macht das gut im Vorwärtsgang und steht den Gästen früh auf den Füßen. Nach 10 Minuten erreicht Rico Glado noch die Kugel vor der Linie und flankt scharf nach innen. Max Kremer köpft gegen Wollerts Laufrichtung, das Ding passt. 1:0 für den FC Energie Cottbus. Cottbus macht auch nicht den Eindruck, sich auf der frühen Führung ausruhen zu wollen. Von rechts kommt der Ball zu Max Kremer. In der Mitte wartet Niklas Erbeck auf den Abpraller und semmelt drauf. Glanzparade von Wollert. Sonst wäre hier das zweite Tor schon gefallen. Wieder Niklas Erbeck schnappt sich im Mittelfeld die Kugel und hat nur den Lichtenberger Schlussmann vor sich. Er umkumpft ihn. Pfosten! Nachschussmöglichkeit, sie spielen das aus und Felix Brückmann will ihn reinmachen, aber die Lichtenberger Defensive hat sich auf der Linie positioniert und wehrt die Doppelchance ab. Nach 23 Minuten bekommen die Gäste einen Freistoß zugesprochen und sind gedanklich 2 Schritte schneller als Energie. Garve ist rechts durch, Bockmann kann noch dazwischen gehen, dadurch wird der Ball aber unberechenbar. Stawecki streckt sein Bein und kommt noch dran, stark gemacht. Die Ecke danach wehrt Cottbus ab. Insgesamt dominiert der FCE das Spiel bisher. Mehler nach 30 Minuten mit der nächsten Flanke. Florian Brückmann fliegt vorbei. Kremer kann den Ball nicht kontrollieren. Wollert hat ihn. Freistoß für Cottbus von der linken Seite. Nachdem in der letzten Saison oft Tatz und Rangelow die Bälle hereingebracht haben, versucht es nun Max Kremer. Aber der passt noch nicht. Energie versucht bereits heute vieles spielerisch zu lösen, hinten wie vorn. Und es klappt großteils schon gut. Ist auch was fürs Fanauge. Die Führung zur Halbzeit geht völlig in Ordnung, hätte aber durchaus noch höher ausfallen können. Denn es war ja schon alles dabei. Von Glanzparaden über Pfostentreffer. Die Cottbuser Elf bleibt nach der Pause unverändert. Nach der neuen Auswechselregel dürfen 5 Spieler eingewechselt, aber nur mit 3 Unterbrechungen während des Spiels. Die Halbzeitpause ist davon ausgenommen. Ob und wie die Trainer davon Gebrauch machen, bleibt abzuwarten. Auch die erste Chance der zweiten 45 Minuten gehört Energie. Felix Brückmann kann seinem Gegenspieler nach 52 Minuten enteilen, schließt sofort ab, als er an den Ball kommt. Das sah ein wenig überhastet aus, schade drum. Nach knapp einer Stunde bekommt Energie den Ball hinten nicht weg. Florian Brückmann ist in letzter Sekunde dazwischen. Die folgende Ecke wird ebenfalls brandgefährlich. Cottbus aber mit mehr Fortuna. Sie können die Situation klären. Erst wechselt Sebastian Abt, Marcel Hoppe für Torschütze Max Kremer ein. Danach rollt der nächste Cottbuser Angriff über die rechte Seite. Die halbhohe Flanke landet in der Mitte, wo gleich 3 Cottbusser warten drüber. Fast im direkten Gegenzug kommt Lichtenberg gefährlich vor den Cottbusser Kasten. Endstation Stawecki, der sich mit einer riskanten Aktion auszeichnet. Der Keeper spielte heute schon einige Male gut mit und von hinten raus, so wie es sein Trainer will. 15 Minuten vor Schluss wechselt ab das zweite Mal. Jugendspieler Jeremy Postel kommt für Yannick Mehler, der die linke Seite heute richtig beackert hat. Da gab es kaum einen Ball, hinter dem er nicht hinterhergegangen ist. Dazu einige gute Szenen in der Offensive. Das war ein starkes Pflichtspieldebüt für den Neuzugang. Energie lässt in den letzten 10 Minuten deutlich nach. Lichtenberg kommt immer öfter vor Stawekis Tor. In der 87. Minute kommt der Ball von rechts in den Strafraum. Einsiedel ist noch dran und versenkt den Ball in den Maschen. 1:1. Auf dem Weg zum Torjubel fallen Heuwitz noch ein paar nette Worte zu Florian Brückmann ein, der ihn daraufhin beim Jubeln unterstützen möchte. Wie vom Blitz getroffen fällt David Heuwitz. Alexander Sater verkennt die Situation, gibt Brückmann die gelb-rote Karte, da er bereits gelb vorbelastet war. Brückmann protestiert zwar noch gegen die Entscheidung, auch weil er direkt daneben stand und ein Abseits gesehen haben wollte. Schauen wir uns die Situation mal genauer an.
ziehen eine Linie und sehen, dass Florian Brückmanns Ärger gar nicht so unberechtigt gewesen ist. Zwei Minuten später nochmal Lichtenberg. Hannes Graf steht frei vor Stavecki, kommt aber nicht mehr an den Ball. Und es kommt noch dicker in der Nachspielzeit, kommt Lichtenberg über links mit Christian Garbe. Pelivan neben ihm, fällt Pass nach innen, Graf ist da und macht das 1:2. Also die letzten 15 Minuten der Partie ist Cottbus völlig eingebrochen. Die bisher so sichere Defensive leistete sich einen Patzer nach dem anderen. Das wissen die Gäste gut zu nutzen. Auf der anderen Seite hätte Energie schon viel eher höher führen können und müssen. Wieder einmal rächt sich die mangelnde Chancenverwertung. Aber schauen wir noch einmal auf die Entstehung. Pelivan hätte eigentlich an den Ball kommen müssen. In der Zeitlupe sehen wir, dass da ziemlich viel Arm von Christian Garbe im Spiel war. Nichtsdestotrotz gewinnt Lichtenberg überraschend die Partie beim FC Energie Cottbus. 75 Minuten ist der FCE weit überlegen, verpasst es aber mehrfach, den Sack zuzumachen. In den letzten 5 Minuten schlagen die Gäste zweimal eiskalt zu. Das hatten sich die 783 Zuschauer im Stadion sowie die Verantwortlichen anders vorgestellt. Nun heißt es Mund abputzen und nach vorne schauen, denn die nächste Aufgabe wartet bereits Sonntag in einer Woche in Meusewitz. Dort bestritt Energie ihr letztes Auswärtsspiel in der vergangenen Saison und auch in Meusewitz haderte man mit vielen Schiedsrichterentscheidungen. Mehrere Tore wurden aberkannt und das Spiel endete unentschieden. Habt eine schöne Woche, bis dahin.